Wir fangen aber jetzt erstmal an, auf jeden Fall. Ich bin immer noch zu Hause hier im Setup, wie ihr seht, mit diesem wunderschönen Video hier. Von den Highlights vom Boxkampf bin ich sehr gespannt drauf. Ich habe mir den Boxkampf tatsächlich selber abends so reingezogen. Hab aber jetzt gar nicht mehr alles vor Augen, was passiert ist. Und ja, man, würde sagen, eins in den Chat, wenn ihr Bock habt, dass ich mal meine absolut unqualifizierte Meinung zu diesem ganzen Ding dazugebe und nichts über Kampfsport weiß. Perfekt. Danke dafür, Chat. Sehr, sehr geil. Let's go. No Time MMA. MMA News. Was geht ab, für Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal No Time MMA. Das Event von Universum TV ist vorbei. Es war wirklich eine mega, mega Sache. Vorab waren sehr, sehr viele gute Profikämpfer am Start, die natürlich auch nochmal gezeigt haben, was für eine... Das habe ich zum Beispiel nicht vercheckt bei diesem Event. So, wieso haben sie da nicht Gewicht dazu gemacht? So eigentlich überwichtig, oder? Bombenveranstaltung das eigentlich war, was sie eigentlich in sich hatte. Und ja, letztendlich haben die beiden Kämpfe zwischen Leon Mascher... An der Stelle auch nochmal dicke Grüße an erstmal hier den Best-of-Ersteller hier von diesem Videokurs geht raus. Und auch dicke Grüße an die Jungs für den Rekord, den sie da aufgestellt haben. Ja, Mann, Leon Mascher hat mich vorher auch nochmal in irgendeiner Story markiert, hab aber nicht ganz verstanden, was er da wollte. Ich glaube, er wollte auch irgendwie mich herausfordern oder KS mich. Nicht ganz verstanden, auf jeden Fall. Ja. Und Standard-Skill und ab. Es werden jetzt natürlich wieder viele Leute fragen, Revi, wann kämpfst du, wann trainierst du? Wartet einfach ab. Porret und KS Freak stattgefunden. Und hey, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Kämpfe haben überzeugt. Das war Unterhaltung pur. Mhm. Und die Leute haben wirklich abgeliefert. Also, man muss erstmal in Bezug auf Porret und KS Freak sagen, dass es wirklich ein ordentlicher Banger war. Ja, ne, die beiden sind wirklich dahin gekommen, um sich gegenseitig zu verletzen, um wirklich den anderen gegenüber auszunocken. KS Freak kam eigentlich sehr, sehr gut. Mhm. Anfangs hat wirklich Porret ordentlich Schaden gemacht, hat ihn sogar die Nase blutig gehauen, ne, und hat da wirklich ordentlich Schaden gemacht, mit dem Jab immer wieder gut gekommen, mit der rechten Overhand, aber dann hat Porret sogar KS Freak in der ersten Runde gedroppt gehabt, ne? No joke, da hat er halt, da hat der Prime aktiviert gehabt, Digga, das war ganz stark. Ging es halt weiter, dass Porret einfach auch durch diesen krassen Gewichtsunterschied von über 13 Kilogramm einfach viel mehr Power hatte. Ja, das ist halt das Ding, ne? Also, das muss man halt bei beiden Kämpfen auch sagen, beide haben halt wirklich, ich schwöre Nico, ich weiß nicht, wiegst du gerade Nico, aber ich glaube tatsächlich, ich würde es machen, wir können mal ein rundes Sparring machen, so, auf ganz entspannt. Man muss natürlich sagen, Gewicht ist im Kampfsport wirklich halt echt eine krasse Sache, ja? Und das kann man halt sehr gut ausspielen. Und das haben Apo, Red, Digga, das, ich wiege 110 Kilo, Digga, Nico, ich wiege 80, das ist ein 30 Kilo Unterschied, Bro. Das halt Red, sowie auch Danny, dass sie einfach perfekt ausgespielt haben, diesen Gewichtsvorteil, wisst ihr, was ich meine? Also das ist schon echt krass gewesen, da hat man das schon gemerkt. Ich glaube, was hier bei beiden Kämpfen aufgefallen ist, bei KS ist das gar nicht so krass aufgefallen, wie beim Kampf von Leon. Ich glaube, KS hat noch sehr, sehr gut dagegen gehalten tatsächlich und hat seine Schnelligkeit und seine Flinkheit und sein Level-Change-Ding und sowas, also sehr, sehr gut ausgespielt. Ich dachte auch zuerst, das wird eine safe Nummer für KS, aber Red hat da einfach mit purer Masse und Brachialität wirklich überzeugt. Bei Leon war es halt so, dass er halt wirklich nicht gegengehalten hat, ja. Er konnte Distanz nicht so wirklich halten zu Standardskill, der da aber auch wirklich da mit einer absoluten Dampfwalzen-Taktik über ihn drüber gefahren ist. Das muss man einfach mal sagen, ne. Also das war schon sehr, sehr interessant zu gucken und sehr, sehr unterhaltsam. Kann man nicht anders sagen, Chat. Wie habt ihr, also, ne, erste Runde gegen Save an KS, danach hat Red Prime-Modus angemacht. Ich schwöre, Digga, Red hat mittendrin einfach so Fortnite-Emote sogar gemacht, Bro. Digga, Red auf einmal so, außerdem er macht Fortnite-Emote, Digga, mach den hier, Bro. Ganz, ganz funny. In seinen Fäusten und KS Freak einfach nur mit dieser Linken, die immer wieder ins Kinn durchgekommen ist, einfach heftig verletzt hat, muss man wirklich an dieser Stelle so sagen. Und wenn euch das Video gefällt an dieser Stelle, lasst doch auch unbedingt gerne ein Like und Abo da, um nichts mehr zu verpassen, Freunde. Dann ging es auch direkt weiter mit dem Fight von Leon Mascher und Standard Skill. Und das war, wie schon gesagt, halt eine andere Nummer. Das war sehr, sehr einseitig. Also bei Red und KS, muss ich sagen, war es relativ ausgeglichen. Ich glaube, da war dann halt einfach Red, ja, mit Willenskraft, Digga, nur Willenskraft. Kraft, sehr viel überzeugender. Wir können es gleich nochmal ein paar Szenen dazu angucken. Porret und KS Freak haben auf jeden Fall auch gesagt, dass sie eventuell ein Rematch machen werden. Porret sagte auch noch an dieser Stelle kurz vorab, dass er möglicherweise das nächste Mal einen MMA-Fight sogar machen will und nicht nur einen Boxing-Fight. Boah, ein MMA-Fight ist halt anders hardcore, ne? Also so ein Calf-Kick oder sowas, Digga, boah, willst du nicht kassieren, tut richtig weh. Gegen KS Freak oder gegen andere Leute ist es auf jeden Fall eine krasse Ansage, dass diese Kampfsportarten bei uns in Deutschland immer mehr ankommen. Ja, Mann, darüber hinaus hat dann Standard Skill gegen Leon Mascher gekämpft, wie gesagt, war auch ein interessanter Kampf, ne, muss man sagen. Also Standard Skill hat natürlich sein Gewicht ausgenutzt und ist wie ein Bulle nach vorne marschiert, ja, und wollte Leon Mascher einfach brutal ausknocken. Leon Mascher wusste wirklich gar nicht, wie er antworten soll in den ersten Runden. Ist einfach nur herumgezirkelt. Man dachte wirklich, okay, er weiß, was er tut. Anfangs wird er einfach Standard Skill die Luft nehmen für die späteren Runden und dann wirklich zurückkommen. Und das war dann in den ersten beiden Runden einfach eher eine langweilige Sache. Hat so ein bisschen auch getrollt mit Grimassen und so weiter und so fort. Und dann in der dritten Runde kam Leon Mascher
Masher aber wirklich raus, aus sich heraus und hat wirklich versucht, Standard-Skill auszunocken, hat richtig wilde Schwinger gehauen. Beide hatte offene Schlagabtäusche gehabt und... Ja, aber das Ding ist halt, diese wilden Schwinger haben halt immer seine Deckung komplett offenbart und das hat Stani halt dann sehr stark genutzt. Beide haben sich auch gegenseitig verletzt, muss man sagen. Beide waren tough, aber in der vierten Runde war es dann einfach so, dass bei beiden die Luft schon nicht mehr da war, aber bei Leon Mascher halt noch weniger und dann war es so, dass er halt in der letzten Runde verloren hatte. War auf jeden Fall eine interessante, entertainende Veranstaltung, über 750.000 Zuschauer. Ja, man, das wirklich muss man einfach mal sagen. Bombastisch, was Universum TV da auf die Beine gestellt hat. Michael Smolik hat zum Beispiel auch den Kampf kommen. Guck mal, hier gibt es doch bestimmt irgendwo ein Best-of oder sowas. Ja, das ist halt, das bringt halt nichts so. Ich denke mal, wir können hier nochmal Standard-Skill hier irgendwie noch so ein Best-of-mäßig gemacht. 3 Monate, jeden Tag trotzdem Videos hochgeladen. Das war Fulltime-Job, ich hatte keine Zeit mehr für Freunde. Nichts mehr, ich habe Full da reingesteckt, weil ich das ernst genommen habe. Ja, wir können hier mal kurz in das Video von Standard-Skill reingucken. Leon hat dann noch Er ist halt viel, er war jetzt halt unnormal schnell auch, ne? Das sind 20. Kaffee war full. Rede nicht, Junge, rede nicht. Ja, wo sehe ich das denn? Also, ich würde halt gern so Best-of-Szenen machen, ne? Also, Best-of-Szenen sehr gern dagegen sehen, so. Hugo ist jetzt auch nicht so stark. Ich denke mal, das ist dann einfach das hier. Über die Bühne bringt und das scheint bislang zu funktionieren. Also hier nochmal, wie gesagt, ich will jetzt hier gar nicht so in die Einzelanalyse gehen. Ich habe da auch gar keine Ahnung von, Digga. Ich bin seit einem Monat erst am Boxen. Ich weiß überhaupt nicht, was hier passiert, so. Aber man sieht halt hier, Leon ist halt immer mit dem Rücken zum Seil. Also ganz oft halt, sage ich mal, schon an der äußersten Grenze des Rings. Und Stani drückt ihn halt auch gerne dann dahin und spielt halt diese Masse, die halt hat, einfach unglaublich gut aus, ne? Noch sein, dass Leon seine Zeit noch kommen wird in der dritten, vierten Runde. Und das Ruder dann umschwenkt, aber momentan... Er hat auch immer hier den Arm schön vorne gehabt, ne? Welcher war das jetzt ganz kurz? Immer hier schön die Distanz gehalten mit dem Jab so, das ist auch nicht verkehrt, einfach ihn halt weiter weggedrückt, immer halt so dieses Dominanzding, das bricht dich auch mental, glaube ich, halt irgendwann, ne? Sehr, sehr schwierig für Leon, sehr, sehr schwierig. Leon halt die ganze Zeit am Circlen so ein bisschen. Und ich glaube, da hat er aber auch schon zu Anfang halt die Schläge auf die Rippen kassiert. Ne? Und wenn du halt wirklich, er hat ja scheinbar jetzt einen Rippenbruch, an der Stelle auch gute Besserung. Digga, da kannst du halt nicht atmen. Ne? Also das ist wirklich, 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 wirklich nicht also angenehm. Das ist absolut schrecklich. Das tut richtig, richtig weh. Und das dein, das wirklich, du fühlst dich nicht mehr wie ein Mensch, ne? Hat mein Trainer heute gesagt. Dann gehen wir mal hier in die nächste Runde. Da ist jetzt Leon wirklich sehr, sehr gut. Das hat er sehr gut gemacht. Pusht er jetzt nochmal richtig schön rein. 3 Rippen hat er gebrochen. Wahnsinn. Lass mal hier gucken. Leon da schön auch wirklich nach unten rein defend und dann halt oben mit den Haken. Sehr, sehr schön. Also da auch so Level-Change-mäßig mit Schnelligkeit. Da zieht er wirklich Standard-Skill ordentlich eine rein. Ne? Sehr viel dabei. Aber so ein Philipp, der ist auch für seine Masse nicht langsam, muss man sagen, ne? Ja, und das sind dann einzelne Aktionen und da trifft halt auch von Leon leider nicht so viel. Das ist dann doch sehr, sehr, sehr aus dem Stegreif irgendwie so ein bisschen, ne? Schwingt halt viel ins Leere. Das ist halt immer das Problem. Du hast halt wirklich irgendwann einfach, wenn du die ganze Zeit diese Haken schlägst, Digga, du hast halt keine Power mehr. Es macht dich halt einfach fertig. Ne? Du kannst halt irgendwann gar nicht mehr so. Und wenn dir dann halt die Puste ausgeht und dann so 110 Kilo auf dich zurollen oder zudampfwalzen, ja, mit ordentlich Kraft und Technik dahinter. Genau das, was die anderen gerade sagen. Man darf halt nicht diesen Film, diesen Tunnel, diesen Wut-Kick. Aber er hat zumindest mal gezeigt, dass er noch da ist. Er ist noch da. Ich glaube, er ist noch nicht gebrochen. Noch nicht. Aber jetzt darf er auch nicht zurückziehen, sondern muss jetzt... Man darf natürlich nicht vergessen, dass das auch sehr, sehr kräftezehrend ist, sowas. Ja. Und dann... Vor allen Dingen, was halt bei diesen Helmen das Ding ist, man hat ja durch die Helme eine riesige Hitbox, also eine vergrößerte Hitbox so. Und diese ganzen kleinen Hits immer wieder auf die Helme, die sind unglaublich kräftezehrend, weil du ja immer und immer wieder einen drauf bekommst und immer wieder dann so ein bisschen Consciousness verlierst. Wisst ihr, was ich meine? Also man wird halt mit der Zeit halt irgendwann wirklich komplett dizzy, wenn man halt immer wieder auf diesen Helm kassiert. Ne? Also mit Helmen ist halt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du halt richtig durchziehst und draufschlägst, einfach anders krass da. Aus den Emotionen raus, was der Leon hier gerade auch versucht.
Niklas, sag nicht zu viel, es weiß noch niemand was. Ja, hier, die Clinch-Situation, da hängt er wirklich in den Seilen. Keine Chance. Ja, und so unterdrückt man halt auch so einen Angriffsschwall, ne, indem man drauflegt. Aber Leon macht das hier nicht schlecht. Leon zieht hier dann doch noch ein paar Mal ganz gut rein, ne? Da sind ein paar schöne Hits dabei. Gerade so links sitzt ganz gut. Rechts der Haken geht immer ein bisschen rüber. Aber hier, da kommen halt drei Jabs hintereinander. Das habt ihr gerade gesehen. So, guck mal hier. Schaut mal jetzt hier. Eins, zwei und noch ein dritter. Immer wieder halt, auch wenn das nur kleine, leichte Schläge sind, so. Die halten dir Distanz und die bringen dich halt einfach aus deinem Flow raus, so. Das ist halt das Ding. Wenn du einmal aus diesem Angriffmodus draußen bist und, sag ich mal, auch die Deckung nicht mehr hast und aus der Deckung dann wieder eine Aktion schlagen kannst, dann, ja, bist du halt einfach kaputt, so. Ey, wie gesagt, ich bin kein Profi. Ich bewerte das nur anhand dem, was ich halt selber weiß, so. Was ich selber so gelernt habe in der kurzen Zeit. Das ist sehr interessant und ich würde mich 10-mal schlechter schlagen als Leon im Ring. Das ist gar keine Frage. Deshalb da auf jeden Fall großen Respekt auch an beide, klar. Das sieht gefährlich aus. Ja, hier sind viele Haken dabei. Viel Weggeducke halt, ne, ja. Er boxt natürlich offen wie John Doe, das muss man nochmal sagen. Beide allerdings. Ja. Offener Schlagabtausch hier schon fast. Ja, keine Deckung mehr bei beiden. Beide Arme runter, einfach schlagen nur noch drauf. Das ist auch die Gefahr bei Helmen, ne? Nicht wirklich mehr einen Plan hat. Das ist einfach nur noch ein bisschen dagegen halten. Hier bei Leon ist das Ding gewesen, er hat echt viel ins Leere geschlagen, war. Das tat mir echt leid für ihn, weil wenn von den Haken ein paar gesessen hätten, wäre es, glaube ich, anders ausgegangen. Wenn das so weitergeht, dann wird das kein schöner Abend für Leon. Aber was, hier die Klimmsituation. Standards geht gut gefällt, er schlägt seine Führungshand. Er schiebt sie nicht nur nach vorne, sondern... Ja, richtig, genau. Also Technik ist auf jeden Fall da und hier auch nochmal für das, dass die zwei keine Profi-Leute sind, vor allem auf Standards gilt, das erste Mal in dem Ring steht. Dieser 12-Jährige im Hintergrund, bei Gott, Digga. Sehr stark. Da sieht man auch gerade hier nochmal, guck mal hier, also wo er sich hier gerade so, da siehst du ja wirklich, das ist halt einfach eine Schmerzaktion. Du hast halt Todesschmerzen hier in der Rippe, irgendwie versuchst das irgendwie wieder auszugleichen. Ey, das ist echt nicht geil und da auch dicken Respekt, dass der jetzt so lange durchgehalten hat, ne, mit einem dreifachen Rippenbruch dann. Und da stand das Spiel gerade wirklich in die Ecke, TKO, keine Frage. Ja, Mann, also an sich sehr, 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 sehr starker Kampf. Wirklich sehr, 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 sehr gut. Philipp das hier extrem stark gemacht, Mann. Auch Props an den Trainer, sehr gut sich vorbereitet. Ja, manchmal ist es dann doch die Masse und nicht nur die Schnelligkeit. Ne? Was soll ich sagen?